Tja, machen die smarten Telefone nun dümmer oder nicht? Fakt ist, dass sie unser aller Leben verändern. Deshalb widmen wir Ihnen diese ganze Sendung hier. Und sollten die mobilen Alleskönner tatsächlich zur Verdummung beitragen, dann haben die Schüler in der Schweiz eine düstere Zukunft vor sich. Goldau ist nur ein Dorf. Aber ausgerechnet hier erproben 12-jährige Schüler der Primarschule die Zukunft. Hier gibt es kein Handyverbot im Klassenzimmer, im Gegenteil. Die Schule stellt jedem Kind gleich ein Smartphone für den Unterricht und für zu Hause. Unterrichtsanfang mit Smartphone-Fotos vom Wochenende. Surab war bei McDonald's. Hatten wir eine App heruntergeladen im McDonald's, da hat es Gutscheine drin. Konnte die Frau zeigen, dann gab es Rabatt. Super. Und wie hast du das herausgefunden mit diesem App? Es stand auf der Tablette da. Ah, okay. Alle sind seit dem ersten Projekttag vor 1,5 Jahren begeistert. In anderen Schulen, auch in Deutschland, verbieten die Lehrer Handys in der Klasse. Wer hat recht? Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, die deutschen Kollegen. Mittlerweile sehe ich es anders. Ich bin überzeugt, dass Lernen mit einem Smartphone klar Vorteile mit sich bringt. Und deshalb sollten wir uns in der Schule dem nicht verschließen. Noch geht es nicht ganz ohne Bücher. Der Arbeitsplan für die Woche. Danach können die Schüler zunächst frei arbeiten. Zum Arbeitsplan gehören auch die Apps, zum Beispiel für Erdkunde. Dann haben wir die Aufgabe 20 und 21. Das sind 2 neue Apps, die wir herunterladen, um Orte zu lernen von der Schweiz. Software für Französisch und Englisch, ein Kopfrechnenprogramm, ein Duden und vieles mehr haben die Schüler in der Hand. Sie können den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe und den eigenen Wissensstand kontrollieren. Was ist für Sie anders mit dem Smartphone? Es macht mir Spaß. Ja, man hat es immer dabei und nicht wie das Blatt Papier. Ja, und es ist klein. Es war sehr cool, natürlich, dass ich jetzt so ein Gerät bekomme. Es ist etwas Neues, das hat ja nicht jeder. Alles kostenlos. Swisscom stellt die Geräte und kommt für die Gebühren auf. Sicher nicht selbstlos. Bildung ist ein riesiger Zukunftsmarkt für die Elektronikindustrie. So, ich konnte es zuerst fast nicht glauben. Meine Mutter hatte schon so ein iPhone und ich war ein riesen Fan von dem. Damit kann man telefonieren, kann man SMS schreiben, kann man ins Internet und... Die Kinder haben eine Flatrate. Suchtgefahr? Die Klasse hat sich selbst vertraglich gegenüber den Eltern und dem Lehrer verpflichtet. Der Lehrer kontrolliert im Browser, dass sie keine Pornoseiten und Ähnliches besuchen und nicht zu lange telefonieren. Bei Elia war es im Dezember mehr als die erlaubten 20 Minuten. Warum, fragt der Lehrer, nach dem Motto, Chancen nutzen, aber auch Gefahren thematisieren. Man darf einfach die Schüler nicht alleine lassen. Ich stelle bei vielen Sachen fest, dass die Eltern einige Aufgaben nicht wahrnehmen. Bei den einen Eltern funktioniert das, da wird das thematisiert, bei anderen gar nicht. Und das soll die Schule halt, und da macht die Schule halt auch ihren Teil. Macht die Schule interessant, aber auch streng. Schule mit dem Smartphone heißt auch ständige Verfügbarkeit. Jeremy auf dem Weg nach Hause. Bei den Mathe-Hausaufgaben hat er eine Frage. Er simst sie sofort seinem Lehrer und hängt ein Foto der Aufgabe an. Ich antworte sehr schnell, weil es gibt mir nicht viel zu tun. Es ist für mich 10, 15 Sekunden Aufwand und die Schüler können weiterarbeiten. Wer würde sein Kind nicht zu so einem Lehrer schicken? Denn eins ist klar, auch ein Smartphone braucht den engagierten Lehrer. Was in der Schweiz erprobt wird, ist in England für Medizinstudenten an der Leeds-Universität Pflicht. Wir sind Medizinstudenten der Leeds-Universität in Großbritannien in den letzten 2 praktischen Jahren. Die Uni hat uns die fantastische Möglichkeit gegeben, mit einem iPhone zu lernen. Wie? Kommt mit, wir zeigen es euch. In der Uniklinik. Für Claire und Adam ist beim Patientenbesuch das Smartphone so selbstverständlich wie das Stethoskop. Ein Patient mit einem Schlaganfall.
Dr. Rob Kane wird der Untersuchung durch Adam beiwohnen und ihn dabei bewerten. Claire hat in ihrem Smartphone den Untersuchungsablauf und assistiert Adam. Ihr Professor, Dr. Kane, trägt die Noten in Adams Smartphone ein. Fragen am Patientenbett recherchiert Claire sofort in den gespeicherten Medizinbüchern. Der Vorteil, das iPhone hier zu benutzen, ist, es verbessert das Lernen und hilft uns, in der Zukunft ein effizienterer Arzt zu sein. Es geht um die Nähe zwischen der klinischen Erfahrung und dem Nachschlagen der Theorie. Je näher wir beide beieinander haben, desto mehr lernen die Studenten. Mittagspause. Adam kann es kaum erwarten, seine Prüfungsergebnisse zu sehen. Sie sind sehr gut, Gott sei Dank. In all den wichtigsten Punkten habe ich eine 1 und das freut mich sehr. Gesamtbeurteilung sehr gründlich, klar und präzise. Besser geht's nicht. Die Testergebnisse schickt er mit einem Klick an die Prüfungszentrale. Und als wir ihnen von den Smartphone-Schülern aus der Schweiz erzählen, meint Adam: Es ist beängstigend, sich vorzustellen, wie viel fortgeschrittener sie sein werden, wenn sie so alt sind wie wir. Letztendlich ist alles nur eine Generationenfrage.